Hey Leute, eigentlich wollte ich dieses Format auf meinem Hauptkanal etablieren, aber ich habe gerade irgendwie Bock, das jetzt hier zu machen. Und zwar nennt es sich irgendwie Mitternachtsgedanke, Mitternachtsminute, irgendwas so in dem Phase, Bedase, Gase. Und zwar ist es fast Mitternacht, es ist nämlich 23.52 Uhr und Gedanken schwirren in Köpfen von Menschen um diese Uhrzeit und deswegen machen wir jetzt eine Mitternachtsminute Gedankensekunde. Ich bin nämlich dabei, gerade ein Video hochzuladen und zwar ein Video über gemütliche Outfits, was mega schön geworden ist, meiner Meinung nach. Aber darüber will ich gar nicht reden. Ich will nämlich über so altes YouTube irgendwie reden. Das hört sich so nostalgisch an. Und zwar hat die wundervolle Gar Nichts gerade ein Hangout gemacht. Was heißt gerade vor einer Stunde oder zwei Stunden. Und irgendwie kam ich da auf die Idee, guckst du doch mal in deine alten Videos. Wenn ich jetzt wüsste, ob das Video, was ich hier hochladen will, denn auch überhaupt das Richtige ist, weil ich ja davor mal wieder einen Fehler gemacht habe, das ist das Richtige. Yay. So kam es dazu, dass Jerry in seine alten Videos geguckt hat und sich mal welche so reingezogen hat. So ein mega volle Mirror und die ersten 10 Minuten und den ganzen Stuss, den man damals gemacht hat und so. Und es ist mir irgendwie aufgefallen, dass früher alles so spontan war, oder? Also schon so krass spontan. Also da bin ich irgendwie, ich hab in meiner Roomtour wollte ein Video machen und habe einfach 10 Minuten lang irgendwie darüber geredet, was für Karten ich an der Wand hängen habe. Also total bescheuert einfach. Und in dem Megafollow Me und auch so, da rede ich einfach über so Sachen, wenn man sich das mal reinzieht. Ich verlinke euch mal dieses Megafollow Me und unten, das ist so heftig. Ey, das geht 39 Minuten lang. Was für ein Scheißstoß erzähle ich denn da bitte? Ich rede eigentlich nur darüber, dass ich irgendwie unterwegs bin, immer wieder sage, hoch, ich konnte eigentlich gar nicht filmen für euch, dennoch filme ich für euch. Und im alten YouTube hätte ich jetzt gedacht, oh, guck mal, da bin ich da hinten im Spiegel. Naja, sage ich ja jetzt auch mal. Doch, um was soll es denn jetzt eigentlich gehen? Also, dafür lege ich mich mal in mein Bett. Es ist so, dass ich finde, YouTube ist natürlich so eine Sache, die ist mega cool. Das können ganz viele coole Leute machen. Sorry, dass das gerade runtergefallen ist. Und sau viele machen das. Das ist richtig, richtig cool. Eigentlich machen das ja alle richtig, richtig cool, weil jeder ja da Bock drauf hat. Und die Leute, die Spaß machen, machen das dann ja auch für sich ja auch gut. Das ist ja auch alles voll super. Aber irgendwie weiß ich gerade nicht, was ich davon halten soll. Also so, was meine Meinung dazu ist. Weil viele ja irgendwie jetzt meinen so, ja, Kommerz ist scheiße. YouTube wird immer mehr so zu so einer Werbeplattform und das alle wollen nur noch aus Geld hinaus und sowas. Ihr kennt ja die üblichen Vorwürfe gegen YouTuber und sowas. Und was sage ich dazu? Ich sage dazu, ich weiß nicht, was ich dazu sage. Das ist meine Antwort. Denn einerseits kann ich schon verstehen, dass Leute sagen, ja, Kommerz ist hier irgendwie fehl am Platz, weil eigentlich heißt das ja so künstlerisch sein und Kreativität ausleben und Katzenvideos hochladen, ne? Aber auf der anderen Seite denke ich auch, dass das einfach so der Lauf der Dinge ist. Wisst ihr so, genauso wie Facebook früher 10 Leute als Mitglied hatte und jetzt halt irgendwie auch so zu einer Werbeplattform geworden ist, verändert sich halt alles irgendwie. Und ich finde das jetzt auch nicht allzu tragisch. Ich meine, manche Menschen, die jetzt darum oder so, die leben halt von dem ganzen Zeug, was ja richtig, richtig geil ist. Also stellt euch mal vor, ihr macht, was es euch Spaß macht. Ihr spielt Fußball und es macht euch Spaß und ihr könnt es zu eurem Beruf machen. Ist das nicht einfach geil? Und ich meine, ich rede mich da jetzt auch nicht aus der Affäre. Also wie ja auch viele wissen, ich habe ja auch schon Product Placement gemacht und sowas. Also ich bin jetzt auch nicht der Gegner so davon, weil ich ja auch finde, ich meine, wenn es gut gemacht ist und wenn das auch kein, weißt du, wenn man sich da nicht irgendwie Lügen erzählt, dann ist das doch alles auch voll okay. Ich meine, das ist doch voll super, dass Leute damit so irgendwie wie Darum oder wie ganz viele andere oder wie Dagi oder Lion da sich von finanzieren können und so irgendwie über die Runden kommen und das einfach für die mega Spaß macht und jeder irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen sich in Ruhe lassen kann. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen weiß ich, ups, auf die Brille gefasst. Deswegen weiß ich nicht, was ich jetzt davon halten soll, denn eigentlich bin ich auf der Seite von den Leuten, die sagen, ist halt so Lauf der Dinge, YouTube verändert sich und es ist halt einfach anders geworden. Klar, ich finde es auch komisch irgendwie, dass ich, apropos zu den alten Videos, die ich mir gerade angeguckt habe, dass es da echt so Sachen gab, die ich jetzt heute irgendwie gar nicht mehr machen würde.
wie 39 Minuten Video hochladen, weil ich halt so denke, es guckt sich ja eh keiner an und das macht mir dann auch keinen Spaß, irgendwie so 39 Minuten zu schneiden und sowas. Aber weißt du, was ich meine? Sowas habe ich dann früher halt gemacht und jetzt nicht mehr. Und dann frage ich mich auch so, wieso? Wieso mache ich das nicht mehr? Einerseits, vielleicht habe ich das früher, also habe ich das früher gerne gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Also es schien mir Spaß gemacht zu haben. So wirkte es im Video. Und ich glaube auch, dass es mir mega, mega Bock gemacht hat. Aber irgendwie so ist halt Nostalgie auch Vergangenheit. Und Veränderung ist ja eigentlich was Cooles, nicht wahr? Deswegen finde ich eigentlich, ja... Das Problem an dieser Mitternachtsgedanke-Session ist irgendwie, dass man sich halt leicht verhaspelt, weil man irgendwie labert und nicht auf den Punkt kommt. Aber das soll jetzt einfach mal so sein. Ist ja mein Zweitkanal, ich kann ja tun und lassen, was ich will. Das kam gerade mega arrogant drüber, Jerry. Auf jeden Fall, darüber wollte ich einfach mit euch sprechen. Lasst mal eure Meinung in den Kommentaren da, was ihr so davon hält. Also, YouTube ist ja gerade mega im Wandel. Ob ihr das gut findet, ob ihr das schlecht findet, ob ihr meint, wir wollen das alte YouTube zurück, wir wollen das alte YouTube nicht mehr zurück und genau. Meine Meinung habt ihr jetzt mehr oder weniger gehört. Ich bin da relativ unschlüssig, was ich nicht so wirklich bei den meisten Themen bin. Also eigentlich habe ich immer so eine richtige Meinung da zu den meisten Themen, aber bei dem bin ich mir irgendwie nicht so sicher, weil es wahrscheinlich auch mich selbst betrifft und ich da jetzt eher auch nicht irgendwie so mich krass einschlagen kann, weil ich ja beides irgendwie bin. Wisst ihr, was ich meine? Naja, auf jeden Fall, ich kann nicht versprechen, ich stehe auf Ehrlichkeit. Ich war immer ehrlich zu euch. Ich will auch immer, dass ihr ehrlich zu mir seid. Also wenn ihr jetzt meint, Scheißdreck, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr Bock auf diese Mitternachtsgedanken nochmal habt, dann schreibt es auch in die Kommentare. Und mit dem Worte verlasse ich euch jetzt lieber, weil sonst wird das Video unendlich lang. Und lasse euch mal den Gedanken... Was ist YouTube eigentlich? Findet ihr das gut, was gerade draus wird? Und wenn nicht, dann doch. Und dann adios. Ja.